Hallo, Marisch mit Wending, sisu-training.de, heute die 403 von 365 im latent schwachsinnigen Bereich mit einer Produktvorstellung und zwar die sogenannten Flow Strokes, Arm- und Beinlinge fürs Schwimmen. Wenn ich aus dem Fenster rausgucke, dann könnte ich meinen, okay, heute kann ich es auch fürs Radfahren benutzen, weil hier in Frankfurt regnet es ohne Ende. Aber nein, diese Neopren-Arm- und Beinlinge, ich zeige es euch hier nochmal ein bisschen näher. Hier der Armling quasi aus 5 mm dickem Neopren und entsprechend auch der Beinling dazu, auch aus entsprechend 5 mm dickem Neopren, soll helfen, quasi das Neoprenschwimmen zu simulieren im Hallenbad oder auch später vielleicht im Freibad. Wenn das Freibad beheizt ist oder auch das Hallenbad beheizt ist, dann kennt ihr das alle, wenn ihr mal Neo-Testschwimmen macht, dann schwimmt man vielleicht 400, 500 Meter und hat dann das Problem, dass man ja komplett am Überhitzen ist. Und hier hat man die Auftriebseigenschaften eines Neoprenanzuges, aber eben nur partiell, sprich an den Beinen, an dem Unterschenkel und ein Stück weit auch an den Oberschenkel und am Unterarm und hat quasi die Auftriebsvorteile des Neoprens bei gleichzeitiger Nichtüberhitzung des Rumpfes. Also der Rumpf ist ganz normal durch den Badeanzug oder die Badehose bedeckt. Und na klar, braucht man ein bisschen Mut, weil es natürlich sehr strange aussieht, wenn man mit den Dingern ins Becken steigt. Ich bin so heute Morgen Test geschwommen und ich bin echt sehr begeistert. Sau schnell, also ähnlich wie im Neopren auch, aber man hat wirklich nicht das Gefühl, dass man überhitzt und hat genau den Auftrieb, wo man ihn braucht, nämlich da, wo die meisten Triathleten Probleme haben, nämlich mit dem Beinschlag. Und ja, die Dinger helfen auf jeden Fall, Neo-Schwimmen zu simulieren. Also gerade für diejenigen, die jetzt ein frühes Rennen machen, wie beispielsweise Ironman Südafrika oder auch Lanzarote, und dann nicht vorher großartig im Freiwasser trainieren können, aber trotzdem ihre neospezifischen Schwimmeinheiten machen möchten, für die ist es echt eine super Alternative. Macht durchaus Sinn, meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr Sinn sogar als eine Neoprenhose, die es von Roka oder auch von Sailfish gibt, zu tragen. Denn da hat man einfach den Auftrieb am Rumpf und hier hat man den Auftrieb da, wo es eigentlich am größten Unterschiede macht zum Nicht-Neoprenschwimmen, nämlich an den Beinen und Armen. Echt eine ganz gute Geschichte, auch erschwinglich einigermaßen, denke ich. Die Beinlinge kosten 94 Euro und der Armling hier kostet 67 Euro. Beides erhältlich auf flowstroke.com, ein dänisches Unternehmen. Richtig geil, also ich bin ein großer Fan davon jetzt schon, obwohl ich es nur einmal geschwommen bin und ich denke, ich werde es jetzt des Öfteren mal machen. Und spätestens dann, wenn ich mit den vielleicht etwas schnelleren Schwimmern unterwegs bin und die nicht halten kann, normalerweise dann baue ich mir quasi den Hilfsmotor mittels Neopren Arm und Binding ein. Also, bis die Tage. Ciao, ciao. Flowstroke.com.